Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Dienstagmorgen, 16. April, Anno Domini 1521. Noch ist es ruhig, aber bald herrscht in den Straßen geschäftiges Treiben. Kaufleute bieten ihre Waren an, Geistliche im Ordensgewand mischen sich unter das Volk, Hausfrauen gehen zum Einkaufen auf den Markt, fremde Gäste überall. Kaiser Karl V. hält seinen ersten Reichstag ab. Plötzlich wird es bei der Martinspforte unruhig. Der Luther kommt, der mutige Mann, wird gerufen. Reichsherold Kaspar Sturm, der Luther von Oppenheim nach Worms geleitet hat, reitet voran. Dann folgt auf einem Rollwäglein der Augustinermönch Martin. Im Johanniterhof findet er Quartier. Aus der Volksmenge sind Verwünschungen und Ermunterungen zu hören. Weshalb? Am 17. April soll sich Luther im Bischofshof nördlich neben dem Dom vor dem Kaiser verantworten. Einige seiner Schriften liegen auf einer Bank. Ihre Titel heißen »An den christlichen Adel deutscher Nation«, »Von der Freiheit eines Christenmenschen«, »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche«. Großes Erstaunen, Luther zögert und bittet um Bedenkzeit. Am 18. April wird ein größerer Saal gewählt. Noch einmal wird Luther gefragt, ob dies seine Schriften seien. Ja, ob er sie widerrufen wolle. Luther antwortet mit fester Stimme. Päpste und Konzilien hätten geirrt. Für ihn gelten alleine der Glaube, die Schrift und die Gnade Gottes. Gegen seinen Gott gefangenes Gewissen werde er nicht widerrufen. Sein Schlusswort, so oder ähnlich: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Eine neue Zeit und der selbstverantwortliche Mensch kündigen sich an. Des Kaisers Stellungnahme erfolgt schriftlich. Ein einzelner Mönch könne 1500 Jahre kirchlicher Geschichte nicht wegwischen. Luther irre. Seine Schriften werden verdammt. Ihr Nachdruck wird unter Strafandrohung verboten. Im Reich sind seine Anhänger unnachsichtlich zu verfolgen. Nach Beendigung des freien Geleits soll er gefangen genommen und dem Kaiser ausgeliefert werden. So steht es im Wormser Edikt von 1521. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Selber scheine. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces. Er rühmt sich selber nicht, darum vollbringt er Werke. Table of Brotherhood, I have a dream. We are going home. Is on fire. According to the IPCC.